Ankunft Gleis 1, Ausstieg auf der rechten Seite. So schallte es hier wohl Jahrzehnte zuvor. Die Bahnhofsstraße in Bresewitz strotzt vor Nostalgie. Und so auch einer ihrer Bewohner. Früher war das hier tatsächlich mal der sogenannte Gepäckraum. Das heißt, die Türe hinter mir, die ist deshalb so groß, weil hier der Gepäckwagen rangefahren wurde und das Gepäck dann, was hier drin parat stand, aufgeladen wurde und dann zum Zug rausgebracht wurde. 1910 erbaut, hat sich an der Grundstruktur des Bahnhofes nicht viel geändert. In nur zwei Zimmern im Erdgeschoss des Gebäudes lebt Herr Müller. Weitere Zimmer des Hauses werden, wie in Vorpommern nicht unüblich, Feriengästen zur Verfügung gestellt, die sich stets über die Geschichte der Zugstrecke erkundigen. Erster und einziger Ansprechpartner? Herr Müller. Ich war da schon immer, das geht ja als Kind los, dass man sich mit Eisenbahn beschäftigt. Und ich kann mich erinnern, dass ich als Schuljunge dann immer an die Eisenbahnstrecke gegangen bin und geguckt habe. Und so Elektrifizierung, was da zu DDR-Zeiten alles voranging. Das habe ich natürlich schon angeguckt. Hatte dadurch natürlich auch eine Modelleisenbahn, wie sich das gehört, für einen Jungen. Dann auch mich mit der Historie auseinandergesetzt. Das ist natürlich klar, dass man dann auch Auskunft geben kann. Und mit der Galerie und dieser Ausstellung dann über die ehemalige Eisenbahn oder die Dachsbahn, wie es so richtig heißt, das hat sich natürlich dann auch entwickelt. Seit 1996 existierte Kunst auf Schienen. Mit seiner Frau Gerlinde schaffte Herr Müller drei Waggons an, die für Ausstellungen jeglicher Art genutzt wurden. Ungewöhnlich und vor allem durch seine Frau leidenschaftlich vorangetrieben. Ich war da, also der, wie das so schön zu DDR-Zeiten oder vielleicht auch jetzt, ich weiß es nicht, der mithelfende Ehemann war ich dann. Und sie hat das also alles in der Hand gehabt. Sie war Keramikerin in ihrem dritten Leben. Und ja, und dann hat sie also viele, viele Kontakte natürlich dadurch auch gehabt und die haben sich immer weiter ausgebaut, sodass es dann zuletzt so war, dass also wir jede Menge Bewerbungen hatten. Ich kriege heute noch, nachdem das 2 Jahre nun schon geschlossen ist, die Galerie und die Ausstellungen, immer wieder Anfragen von Künstlern, die dann hierher kommen wollen und gerne was ausstellen wollen. Und dann muss ich sie immer dann enttäuschen und sagen, nein, das gibt es nicht mehr. Meine Frau, die hat also uns ja tot vorgelebt, wenn man das so sagen kann. Und es war für uns also sehr, sehr einfach, den Tod zu erleben. Und ja, ich habe auch selbst dadurch eine ganz andere Sicht zum Tod gewonnen. Und es ist also in keiner Weise irgendwo für mich belastend, hier zu wohnen irgendwo. Natürlich erinnert jetzt auch in der Wohnung hier, wo wir sitzen jetzt hier, eine ganze Menge dran, was wir gemeinsam gekauft haben, was hier steht irgendwo und hingestellt ist auch. Das sind also manche Dinge, die sind bestimmt noch nicht wieder bewegt worden seit 2 Jahren und hat sich auch Staub dort gesammelt. Zum Stillstand konnte Herr Müller die Waggons nicht bringen. Weiterhin kümmert er sich mit Begeisterung um den Erhalt dieses Ortes und seiner Bedeutung. Immer noch finden im Sommer kleine Lesungen oder Konzerte am Gleis statt. Hierbei darf ein seit eh und je vorgetragenes Ritual nicht fehlen. Nämlich meine Dienstmütze, die ich immer aufsetze, wenn wir Veranstaltungen haben. Und jede Veranstaltung beginnt mit der gleichen Zeremonie hier. Mütze. Ich begrüße die Leute im Namen des Vereins hier und dann muss jeder Zug, wie sich das gehört, Reichsbahnzug, immer mit Verspätung natürlich und dann geht das immer so los mit dem Signalzeichen und Abfahrt. Aus Bresewitz fuhr lange kein Zug mehr. Ob es nochmal dazu kommt, ist ungewiss. Für Herr Müller ist jenes nebensächlich. Er wartet auf keine Bahn. Er ist längst angekommen.